Yo, was geht ab, Leute? Und heute habe ich für euch die 10 allerkrassesten Fortnite Season 6 Battle Pass Skin Kombination. Außerdem wollte ich noch ein bisschen Werbung für einen Discord-Server machen. Und zwar ist das ein deutscher Gaming-Discord-Server. Da könnt ihr einfach mal alle joinen. Falls euch irgendwie langweilig beim Zocken oder so sein sollte, dann könnt ihr da auf jeden Fall einmal alle join, draufgehen und irgendwie mit anderen Leuten, anderen Gamern so ein bisschen rumquatschen oder einfach miteinander zocken. Also der Link dazu ist auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein echt nicer Discord-Server, würde ich sagen. Aber was noch wichtiger ist, checkt auf jeden Fall mal den lieben Mael ab. Der hat mir nämlich das ganze Videomaterial zur Verfügung gestellt, sonst hätte ich dieses ganze Video nicht aufnehmen können. Denn ich bin jetzt noch nicht so weit beim Battle Pass so, dass ich jetzt den Wolf oder so hab. Deswegen checkt mal gerne den Limael ab. Link dazu ist auf jeden Fall auch mal unten in der Videobeschreibung. Macht ihm mal auf jeden Fall die 200 Abonnenten voll. Würde mich extrem freuen. Aber wenn du jetzt neu auf meinem Kanal bist, habe ich für dich sogar noch eine kleine Challenge. Und zwar schaffst du es in den nächsten 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn ja, dann schreibst du einfach mal mit Hashtag Glocke aktiv runter in die Kommentare. Und jetzt will ich einfach schon sagen, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an. Und let's go. Leute, die erste Kombo ist auf jeden Fall der DJ Yonder Skin mit dem Geburtstagskuchen-Rucksack. Und Leute, diesen Geburtstagskuchen-Rucksack konnte man ja bei dem Geburtstagsevent von Fortnite sicher spielen. Und ich finde, diese beiden Paare, sag ich mal, also dieses Paar vom DJ Yonder und dem Geburtstagskuchen ist einfach so sick, weil die einfach von den Farben so nice übereinstimmen. Passt einfach krass gut zusammen. Was soll ich dazu noch sagen? Geile Skin-Kombination. Ist jetzt vielleicht auch etwas exklusiver, weil beim Geburtstagskuchen-Event waren vielleicht auch manche im Urlaub oder hatten einfach keinen Bock, das zu machen. Deswegen ist es vielleicht jetzt noch ein bisschen was Exklusives so. Passt mega krass zusammen. Machen wir jetzt auf jeden Fall gleich mit der nächsten Kombination weiter. Viel Spaß. Leute, die nächste Kombo ist der Calamity-Skin mit dem Ragnarok-Rucksack. Beziehungsweise der heißt ja Frostschleier. Und das ist ein Teil des Verboten-Sets, sag ich mal. Und die passen einfach auch krass zusammen. Ich finde vor allem hinten mit diesen Zähnen, ja, also alles guckt so wie im Wilden Westen so aus. Also passt einfach krass zusammen. Schreibt eure Meinung dazu mal runter in die Kommentare. Würde mich extremst freuen. Ach ja, Leute, was ich nochmal dazu sagen wollte, ist, dass dieser Calamity-Skin ja auch Stile hat. Und wenn man den auf Grund gestellt hat, dann schaut es nicht so nice aus. Also diese Grundversion vom Calamity-Skin passt jetzt nicht so krass zum Ragnarok-Umhang, sag ich mal. Aber ab Stufe 1 wird das Ganze immer krasser. Bis Stufe 5 und ab Stufe 5, Leute, da ist ja einfach sick dran. Also probiert gerne mal diese Kombo, wenn ihr den letzten Battle Pass hattet und jetzt auch diesen Battle Pass. Leute, dann gönnt euch auf jeden Fall mal diese Kombination. Schaut mega sick aus, ja. Leute, die nächste Kombination hängt auch mit dem Calamity-Skin zusammen. Denn das ist nämlich dieser Calamity-Skin. Da könnt ihr auch ab Stufe 1 aufwärts gehen. Da passt auch die Grundversion passt auch nicht so krass dazu. Ich würde sagen, ab Stufe 1 könnt ihr nach oben gehen mit dem Skin. Das passt dann alles zu diesem Backbling. Und zwar ist der Backbling die royalen Flaggen. Sprich, dieser Calamity-Skin mit den royalen Flaggen. Und ich finde das so krass, weil die Haare von diesem Calamity-Skin sind ja auch rötlich, sag ich mal. Und ja, diese royalen Flaggen, also wenn die nicht rötlich sind, dann weiß ich auch nicht. Und von den Farben passt das alles auch krass zusammen. Probiert sie auch gerne mal aus, wenn ihr den Wukong-Skin habt und den jetzigen Battle Pass. Ja, ich bin eh ein Fan von den royalen Flaggen, deswegen passt es einfach krass zusammen. Leute, die nächste Skin-Kombination ist die Rote Ritterin mit dem Märchenumhang, Leute. Und es geht auch andersrum, also ich nehme auch Battle Pass, ja, ich sag mal Umhänge bzw. Rucksäcke dran und kombiniere sie mit normalen Skins so an sich. Und da kam einfach mal diese Kombination raus. Also ich denke, ihr seht sofort, die Farben stimmen wieder komplett überein. Mit dem Rot passt es einfach komplett. Es sieht so aus wie so ein krasser Schwitzer-Skin, finde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Rote Ritterin ist jetzt nicht mehr der seltenste Skin. Die kam ja noch ein paar Mal in den Shop jetzt und deswegen besitzen diesen Skin schon sehr viele Leute, denke ich mal. Und ja, aber ich finde es trotzdem passt es mega krass zusammen mit dem Pelz hinten. Ich bin ja eh kein Pelz-Fan so an sich, aber Leute, mit dem Pelzfell hinten, also das steht ja schon krass. Irgendwie, keine Ahnung. Aber Leute, ich habe so viele krasse Kombinationen von den Season 6 Battle Pass Skins gefunden. Wenn ihr auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von den besten Fortnite Season 6 Battle Pass Skin Kombinationen sehen möchtet, schreibt es auf jeden Fall mal runter in die Kommentare und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem laufenden Stand seid. Vielleicht droppe ich irgendwann mal demnächst wieder so ein Video. Ich wollte eh demnächst mehr so Skin Kombination Videos machen. Und die nächste Skin Kombination besteht aus dem Düsternis Skin
und der Eierschale. Leute, diese Kombination ist anders. Also wirklich anders. Also diese Eierschale kommt ja eigentlich von dem Osterhasen-Skin und ich persönlich habe mir ja diesen Osterhasen-Skin am Anfang nur wegen dieser Eierschale gekauft, Leute. Weil das war was komplett anderes, dass der Rucksack von einem Skin so die Farbe ändert. Deswegen ist ja auch was ganz Besonderes, so dieser Rucksack. Also man sieht es nicht immer, so die Kombination, wisst ihr? Also es ist schon so eine ganz spezielle Kombination. Vielleicht gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Also ich denke, da spalten sich auch die Geschmäcker, denn es ist schon, ja, wie gesagt, was ganz Eigenartiges, Außergewöhnliches. Probiert sie gerne mal an, ob euch diese Kombination auch in-game gefällt. Und jetzt machen wir gleich mit der nächsten Kombination weiter. Leute, die nächste Kombination ist der Rotkäppchen-Skin und das rote Schild. Und Leute, dieser Rotkäppchen-Skin ist ja ein Teil des Märchenstunde-Sets. Auf jeden Fall ist das auch was ganz Neues, so vom Skin her. So, dass sie jetzt auch so Märchen-Skins mit reinpacken, feiere ich auf jeden Fall krass. Und wenn man jetzt nochmal genau überlegt, ist das eigentlich komplett die andere Version von der Kombination mit der Roten Ritterin und den Märchenumhang, denn jetzt kombinieren wir einfach den Skin vom Märchenumhang mit dem Schild von der Roten Ritterin. Ich glaube, ihr checkt es alle, also so ein kleiner Schutz so an Rotkäppchen, ihr wisst Bescheid. Nee, auf jeden Fall, Leute, wird das gerade ein bisschen komisch. Ich feier diese Kombination krass, allein schon, ja, weil es rot und rot ist. Also es ist alles so komplett rot gehalten, sag ich mal, passt wieder krass zusammen. Schreibt auch mal eure, ja, Meinung dazu mal runter in die Kommentare. Die nächste Kombo besteht aus dem Gaunerin-Skin und den Düster-Schwingen, Leute. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, würde mich gerne mal interessieren, wie man das jetzt ausspricht, ob man düsteren Schwingen sagt oder düster schwingen, Leute, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall ist ja die Gaunerin ein Teil des Galgenvögel-Sets und ich besitze diese Gaunerin persönlich nicht, sondern habe mir jetzt diesen Account ausgeliehen von dem lieben Mael und der besitzt sie so an sich und das ist mir auch aufgefallen, weil ich mal jeden Rucksack so mit einem Skin kombiniert habe und da fiel mir sofort diese Gaunerin so auf, ist vielleicht auch, kann man sich so denken, so ein Superman, nee, so das Gegenteil von Superman, wie nennt man das, Digga, ich komme gerade nicht drauf, also so, der Anti-Superman, so Gaunerin, so, wisst ihr, auf jeden Fall, finde ich, passt das krass zusammen, das war jetzt die, ich sag mal, die vorletzte Skin-Kombination, oder, ich muss mal kurz zählen, das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, das war die 7. Skin-Kombination, jetzt geht es auf jeden Fall mit der 8. Skin-Kombination weiter, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich hoffe auch auf jeden Fall nicht. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich sag euch, die letzte Kombo hat es echt in sich. Also die ist schon echt krass. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Die hat es echt in sich. Leute, die nächste Skin-Kombination besteht aus dem Nachtschatten-Skin und dem Frostschleier-Umhang, sag ich mal. Und Digga, der Nachtschatten-Skin ist ja ein Teil des Pizza-Party-Sets. Und ich finde, also was heißt ich finde, das ist nun mal die weibliche Version vom Tomaten-Skin. Dieser Frostschleier-Umhang hatten wir vorher, glaube ich, schon. Und das ist der Umhang von dem Ragnarök. Und das war ja der Level, der Stufe 100-Skin von dem Battle Pass aus der Season 5 sogar. Das Problem ist jetzt, dieser Nachtschatten-Skin ist halt ziemlich weit hinten so vom Battle Pass. Er ist bei Stufe 86, da muss man jetzt auch erstmal hinkommen. Aber falls ihr schon soweit seid, probiert es gerne mal aus. Schaut auf jeden Fall mega nice aus. Oh, Digga, muss los, hat sich gereimt. Leute, die nächste Skin-Kombination besteht aus dem Schlachtenhund und dem Cape der Nacht. Und das Cape der Nacht, oder der Cape der Nacht, das Cape der Nacht, ist auf jeden Fall auch ein Teil des Pizza-Party-Sets. Das gehört ja auch zu diesem weiblichen Tomaten-Skin, den wir gerade eben hatten. Auf jeden Fall passt dieser Cape der Nacht mega krass zum Schlachtenhund, finde ich. Weil auch alles so ein bisschen goldlich gehalten ist, sag ich mal. Gönnt ihr euch, Leute. Ja, wird auf jeden Fall nice. Und jetzt machen wir gleich mit der letzten Kombination weiter. Und die hat es in sich, wie vorher schon gesagt. Also die ist echt krass. Und zwar ist das der Wolfskin auf Stufe 5 mit den Schwingen der Lieben. Und Leute, die Schwingen der Lieben ist ja ein Teil des Royal Romantic Sets. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich das schon jetzt in so Videos hatte. Aber es schaut sick aus, Leute. Es schaut sick aus. Dieser Wolf auf Stufe 5. Auf Stufe 4 geht der auch. Nur ihr müsst gucken, auf welcher Stufe der noch so weiß, so ein bisschen grau. Eher grau gehalten, ne? Er ist grau gehalten, dieser Wolf auf Stufe 4 und 5. Ich habe diesen Wolf persönlich noch nicht. Schreibt mal gerne runter in die Kommentare, ob ihr schon den Wolf besitzt. Man bekommt ja diese Stufe 4 ab 120.000 EP und die Stufe 5 bekommt man ab 180.000 EP. Das heißt, das sollte gut machbar sein. Auf Stufe 6 ist der mir zu schwarz für diese Kombination. Aber auf Stufe 4 und 5 kann man das echt mit dem Schwingen der Lieben tragen. Ich finde es mega krass. Beides hat die gleiche Farbe, als ob das so zueinander gehört. Ist auf jeden Fall sick. Ja, checkt es gerne mal ab. Der Wolf ist ja auch ein Teil des Vollmond-Sets. Wie gesagt, ist der Stufe 100-Skin vom jetzigen
Battle Pass aus der Season 6. Also Leute, ist mega krass. Schreibt eure Meinung mal zu dieser Skin-Kombination runter in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren. Aber jetzt würde ich schon sagen, war es das hier mit diesem Video. Mich würde es, wie gesagt, noch mehr interessieren, Digga, wenn du mir noch ein Abo droppst und den Discord-Server abcheckst und den lieben Dude mal L abcheckst. Der ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Digga, abonniert ihn, Digga, sonst wäre das Video nicht so zustande gekommen, weil ich einfach noch nicht den Battle Pass so weit hoch habe wie er. Checkt ihn ja mal ab. Würde mich extrem freuen. Und jetzt würde ich schon sagen, haut da rein und ciao.